Hör, Janne, hör. Wo fangen wir am besten an? Es gibt momentan relativ viel bei dir, würde ich Da sagen. Also siehst ich du. habe da was, ich habe da was von einer neuen Single gehört. Die ist ja auch noch nicht so lange draußen. Jetzt hatten wir kürzlich den Videodreh. Jetzt haben wir Bühnenjubiläum. Wo fangen wir denn an? Wir fangen bei der Single an. Und zwar die ist ja, genau, die ist ja am 9. August ist die rausgekommen. Also es ist noch nicht so lange her. Sie heißt Alles ist Liebe. Magst du mir ein bisschen was darüber erzählen? Worum geht es denn in dem Song, in der Single? Ja, also ich habe jetzt die zwei Singles rausgegeben, die dann alle jetzt vorbereiten auf mein Comeback-Album, wo ich mich natürlich riesig freue darauf. Jetzt Ende Oktober ist es dann soweit. Und wir haben jetzt einfach gesagt, wir machen so zwei bis vielleicht noch eine dritte Single-Auskopplung, bevor das Ganze stattfindet dann mit dem Comeback-Album. Und die haben beide, die wir jetzt gedreht haben, da kommen ja auch Videos, sind da mit dabei, die kann man auch auf YouTube anschauen, sind gedreht in Vegas. Weil vielleicht weißt du ja auch, dass ich in Florida gelebt habe, jetzt viele Jahre und jetzt zurück bin, deswegen mein Comeback. Und sind wirklich coole Videos geworden. Eines in der Stadt drinnen mit Ich fühle es wieder. Und die zweite Single-Auskopplung, jetzt Alles ist Liebe, haben wir draußen in der Wüste gedreht. Beide Songs habe ich mit Getexte komponiert auch. Ich mache das sehr gerne, weil ich finde immer, wenn ein Künstler ein bisschen, ja, eigenes Leben mit reinbringt, dass diese Lieder noch ein bisschen einen speziellen Touch bekommen. Und ich spüre das manchmal auch, wenn ich auf der Bühne stehe und so ein bisschen, ich sag mal, abgeänderte meine Geschichte miterzähle, dass da einfach so viel Passion, so viel Passion drin ist. Und für mich stimmt das absolut, wenn ich da eben auch ein bisschen von mir preisgebe in diesem Song. Ja. Und wie hast du, jetzt hast du ja schon ein bisschen vorausgegriffen, das Album, das kommt ja im Herbst dann irgendwann. Wie ist es denn, du hast jetzt zwei Lieder rausgebracht. Du hast gesagt, eventuell auch noch ein drittes. Korrekt. Wonach entscheidest du denn, was da so? Das heißt ja immer, es ist der Vorbote für das Album. Wonach Genau. entscheidest du denn, was der Vorbote für das Album wird? Also ich habe da, wie gesagt, auch ein ganz tolles Team, jetzt auch mit der Sandra und der Babette und auch in der Schweiz. Und somit entscheiden wir das ein bisschen zusammen natürlich. Aber Grundsatz war eigentlich ein bisschen ein Summa summarum von diversen Sachen. Also nicht nur ein Stil, weil das ist ja auch etwas, was ich persönlich einfach, ich geh da immer nach mir, nach meinem Herzen. Wenn ich ein Album höre von jemandem, da habe ich auch gerne ein bisschen verschiedene Facetten drauf. Nicht nur alles eintönig, es klingt alles gleich. Nein, es darf auch mal ein bisschen verschieden sein. Und wir haben diese drei Songs, die jetzt da vor dem Album kommen, daraus auch ausgewählt. Also das erste war ein bisschen fröhlich, ich fühle es wieder, ein bisschen Vegas-Vibe. Und jetzt kommt Alles ist Liebe, ist vielleicht das bisschen romantischere, ein bisschen tiefere, weil ohne die Liebe läuft bei mir auch gar nichts. Das ist ich glaube, mein Ding vom Leben ist die Liebe und die Sehnsucht. Und das ist ein bisschen tiefgründiger. Und dann kommt jetzt, ich darf es noch nicht verraten, aber zum Schluss noch mal ein bisschen was ganz Modernes, was ganz Tolles. Ich darf es, wie gesagt, noch nicht sagen, aber seid gespannt. Aber du hast jetzt eigentlich du hast ja auch schon dein Comeback jetzt angedeutet, ne? Also quasi 25-jähriges Bühnenjubiläum, ich sag mal so, das müssen die andere erstmal schaffen. Also es ist ja schon sehr lange, genau. Wie aufgeregt ist man denn da, wo man jetzt sagt, okay, jetzt möchte ich mein Comeback feiern, jetzt, ne, jetzt fange ich nochmal an, ist blöd gesagt, es ist nicht, fange ich nochmal an, aber jetzt komme ich wieder zurück eben. Ist man da schon aufgeregt? Ich würde sagen, sehr positiv aufgeregt, erfreut, excited, wie wir so schön in Amerika sagen, weil du hast es richtig gesagt, Conny, es ist schon auch ein Neustart, weil 12 Jahre im Showbusiness, das ist eine Ewigkeit. Da hat sich so viel verändert. Und wie gesagt, ich habe da in 2001 den internationalen Grand Prix gewonnen mit der Volksmusik damals. Das sind jetzt wirklich viel, was ist da, 23 Jahre jetzt dann. Und das ist einfach, man kann das gar nicht denken, wo sind die Jahre hingegangen? Das ist unglaublich, wie schnell das geht. Und ja, es ist ein Neustart. Ja, ich bin aufgeregt. Aber ich sehe in der Zwischenzeit sowieso das Leben, das hat vielleicht damit zu tun, dass ich jetzt auch in Amerika gelebt habe, ein bisschen anders. Es ist der Weg, ist das Ziel. Und ich freue mich an jedem kleinen Schritt, den ich jetzt gehe, so sehr.
Und ja, das Ziel ist es dann das Album, wo ich hoffe, dass dann vielen, vielen Spaß macht, die Marianne wiedererkennen, von früheren Zeiten auch, als ich auch in Deutschland sehr oft unterwegs war und in Österreich. Und ja, manche sind noch da, auch so auf den Redaktionen und so weiter. Manche halt nicht mehr, da hat es gewechselt, die müssen mich Ja. wieder neu kennenlernen. Und natürlich präsentiert sich auch eine neue Marianne, weil ich habe ja 2015 begonnen, auch in den USA Musik zu machen und bin da mit der Band getourt, auf dem ganzen, wirklich auf ganz Amerika umher, Texas, LA, überall, auf allen different States, in allen different States. Und das hat mich natürlich schon auch beeinflusst. Und dann natürlich das Leben selber, wie gesagt, da kommen Texte dazu. Ja, das Leben schreibt ja die schönsten Geschichten. Und ich denke, da ist schon eine neue Marianne jetzt hier, aber vielleicht erinnern sich die einen oder anderen dann noch. Aber es ist richtig, es ist so schnell gegangen, die Zeit. Und Ja. es ist ein Neustart. Ich freue mich daran. Ja. Aber die neue Marianne, hat die sich denn, ja, wobei doch, du hast das schon ein bisschen angedeutet. Also ich meine, wenn man länger in Amerika lebt, ich glaube, so diese ganze Künstlerszene auch in Amerika, die ist ja anders als in Deutschland oder auch anders als in der Schweiz. Ja. Kriegt man da schon so diese Einflüsse mit und adaptiert man die auch so ein bisschen so für sich? Ja, ich glaube, ich bin sowieso ein sehr offener Mensch, outgoing, wie wir da drüben gesagt haben. Und mir hat das gefallen, dass die Leute einfach so, eben man ist sofort hier, man erzählt über alles, man ist offen, man trifft sich sofort. Viele sagen ja, das ist oberflächlich. Für mich sage ich einfach, das ist irgendwo aufgestellt, freundlich, lustig. Man geht ja auch hier nicht mit jedem in die tiefen Gespräche rein. Aber sie sind sehr, sie wollen einfach Spaß haben. Sie sind nicht so, dass sie kritisieren, sie sind mehr einfach, wir sind dort, wir wollen Spaß haben, hier gibt es Musik, let's have fun. Und da hast du die mal ganz schnell auch auf der Bühne, die singen mit dir mit und da kommst du gar nicht herumschauen. Es ist alles einfach extrem lebendig, extrem outgoing und das habe ich vielleicht schon, ja, vielleicht jetzt ein bisschen verinnert auch, nachdem ich 7 Jahre dort auch Musik gemacht habe mit der Band. Das war eine Live-Band, das heißt, das ist natürlich toll, wenn auch Instrumente und alles kommt auf der Bühne live, da kann man viel mehr improvisieren, das ist schön. Und was mir natürlich auch gefällt, aber im Gegensatz dazu dann wieder auch das Tiefere, dass man mehr von sich selber preisgibt. Also auch das ist vielleicht bei uns in der Kultur weniger so. In Amerika, wenn ich da irgendwo mit meiner Bonnie, da ist sie übrigens, hallo, wenn sie ja auch morgen schon da, die ist auch Sie aus hat Florida. so diese Yoda-Ohren, ne? So ein bisschen so Das ist ein Mix von Jack Russell Chihuahua, wo ich da ein bisschen da. gerettet habe. Ich habe immer so Rescue Dogs. Aber zurückzukommen, wenn man da auf dem Doggy Park war, da erzählen die dir gleich das ganze Leben. Von Eheproblemen bis ich weiß nicht was. Da sind wir ja auch anders aufgewachsen, dass man das eher ein bisschen für sich behält. Aber ein bisschen mehr Gefühl, ein bisschen mehr von sich preisgeben, finde ich mittlerweile sehr schön. Man muss da nicht alles erzählen, aber wir sind alles Menschen. Und auch wenn wir auf der Bühne stehen, auch wir haben unsere Dinge, auch wir sind verletzbar. Und ich glaube, ein bisschen mehr von sich zu geben, das habe ich auch gemerkt jetzt in Amerika, das estimieren die Leute, weil man ist ja kein Eisblock, man hat seine Dinge, ohne dass man da zu viel gibt, aber ein bisschen mehr Gefühl reinbringen noch, ein bisschen mehr erzählen zwischen den Songs, das habe ich schon adaptiert mittlerweile, glaube ich. Und es kommt ganz gut an, muss ich sagen. Die Leute haben bis jetzt sehr, sehr gut reagiert auf alles und natürlich baue ich dann in mein Live-Programm auch, weil wir haben dort auch zum Beispiel Old Rock und Country Music gesungen, baue ich so ein, zwei Titel von meiner Zeit und da habe ich dann auch die Geschichte dazu, baue ich mit in mein Bühnenprogramm, das sind dann Okay. englische Songs und ja, das macht sehr viel Spaß. Die Leute lieben die Abwechslung auch, weil jedes Lied bei mir hat eine Geschichte und das erzähle ich dann auch ein bisschen auf der Bühne und Ja. somit glaube ich, ja, die Erfahrung vom Leben und jetzt speziell bei mir, die Zeit in Amerika, die kommt jetzt schon mit mir mit, ja. Ja. Hast du schon recht. Ja, ich glaube auch so dieses Vielseitige, das ist ja auch so das Spannende, ne? Wie du sagtest, auch so Old Rock und Country und so weiter. Und dann hast du noch auf der anderen Seite diese Volksmusik, Schlager auch. Ja. Das Witzige ist ja immer bei Schlager, man denkt ja wirklich an diesen klassischen, also wenn man Schlager hört, denkt man ja häufig an dieses Klassische, ne? So Glaube, Liebe, Hoffnung und alles ist schön und wir freuen uns und so weiter. Aber wenn jetzt jemand 25 Jahre auf der Bühne steht, der weiß wahrscheinlich auch, inwieweit sich für, ja, der Schlager für sich geändert hat, ne? Also findest du das auch? Extrem. Weil ich habe Ich total viele Schlagerkünstler, mit denen ich gesprochen habe, die eben auch sagten, so, es ist viel tiefgründiger geworden, es ist poppiger geworden, es gibt nicht mehr so dieses Schubladendenken. Bist du auch der Absolut. Meinung?
Absolut. Ich glaube, der Schlager ist mittlerweile so breit. Also es gibt Schlager, Schlager, Schlager und dann, ich sage mal, noch den Popschlager, wo ich jetzt auch zu Hause bin. Und da hat natürlich Helene Fischer in dieser Zeit eine riesen Vorarbeit geleistet. Ich sage mal, nicht nur musikalisch. Ich meine, unsere Arrangements, die sind sehr poppig. Also das unterscheidet sich wirklich teils nicht mehr von der Popmusik sonst. Und auch optisch natürlich. Also ich sage mal, wenn ich eine Helene anschaue, bildhübsch, mega Wahnsinn, sexy. ja. Mega sexy und auch Andrea Berg zum Beispiel, also das hat gar nichts jetzt mit Kalender-Age zu tun, mega sexy, beautiful women, die haben natürlich so ein bisschen jetzt ich sag mal, diesen Weg geebnet, dass auch die anderen sich jetzt trauen. Vielleicht hätte man das vorher gerne mal gemocht, aber man traute sich nicht. Aber jetzt ist es okay und das gibt natürlich noch mal einen ganz anderen Vibe und auch man sieht es auch bei den Konzerten. Also man spricht da auch dann plötzlich ganz andere Leute auch an. Also ich sag mal, das Publikumspektrum, das verbreitet sich natürlich extrem jetzt und es kommen auch, ich sag mal, noch Jüngere dann dazu, die da das total sexy finden und lässig finden und man ist cool und man darf auch langsam sagen, man findet Schlager toll. Das war ja früher auch immer so ein bisschen ein Stigma. Ja, Ja. man darf das nicht sagen. Man ist zwar voll dabei in der Skihütte Aber und es ist so, nicht cool. aber Ja, und sie kennen alle Texte, aber es ist nicht cool. Und heute, ja. wir haben da auch in der Schweiz so Schlagerparaden und so, da ist jung und alt mit dabei und das ist, man sieht es auch auf den Konzerten, oder? Das ist einfach von den beiden, die ich jetzt gerade erwähnt habe, dass wirklich von den Kindern bis zu der Oma, Opa, alles mit dabei und alle haben Spaß und machen mit. Und das hat uns natürlich geholfen. Und ich freue mich jetzt eben, wie gesagt, auf diese Zeit auch. Bei uns war es natürlich begonnen noch im Dirndl. Ich habe Ja, mich gut, klar. schnell ein bisschen davon entfernt, weil ich sage mal privat ich ja nicht nur so herumgelaufen bin, wobei ich fand das sehr schön und das hat auch gepasst, aber Ja. eben die Zeiten haben sich verändert und ich freue mich und ich Stimmt. danke diesen Wonderful Ladies auch, dass sie das so ein bisschen geebnet haben. Ich sage mal, unsere Musik hier, die Schlagermusik, ist ja zu vergleichen mit ein bisschen der Country Music von Amerika. Das ist so, dass soll ich sagen, die Lieder kennen alle, das sind so diese Stars zum Anfassen und das hat sehr viel Ähnlichkeit, sehr viel Parallelen und auch dort, auch in Amerika, hat sich zum Beispiel diese Country Music extrem verändert und ich sag mal zum auch Pop entwickelt, Ja. so die Crossovers, die man gemacht hat. Shania Twain war da eine der ersten und das findet hier jetzt auch, finde ich, absolut mit dem Schlager statt, ja. Ja. Ja, stimmt. Und du hast bei Country hast du ja auch immer so diese charakteristischen Klamotten. Also wenn du beim traditionellen Country hast du die charakteristischen Cowboy-Klamotten, ne? Und ich meine, Boss Hoss Genau. haben ja gezeigt, dass es jetzt auch ein bisschen anders geht. Also, Total, total. Und genau. wenn du nach Amerika die Ladies anschaust, so Carrie Underwood, Miranda Lambert, Halleluja, sexy, sexy. Aber es ist okay, das ist total okay und das darf auch sein und das ist auch gut. Das ist die neue Welt. Auch wir ziehen uns heute anders an als vor 20 Jahren und ich finde das super. Es ermöglicht uns neue Welten, neues Publikum und ich finde das schön, je breiter wir den Schlager machen können, desto schöner. Ja. Aber dann lass uns noch mal kurz, ich habe ja hier oben noch deine Single noch stehen, ne? 9.8. war ja Release von Alles ist Liebe. Das heißt, es gibt ja jetzt auch ein Video dazu, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Also du hast es ja schon ein bisschen angedeutet und erzähl mir doch mal was darüber. Wie kam da die Idee zustande, beziehungsweise wie sieht das Video denn aus am Ende? Ja, das war ganz toll. Also ich war gerade in Amerika und da hat mein deutscher Videoproducer, der Dennis Schönemann, hat mir gesagt, er sei gerade in Amerika, in Las Vegas am Drehen, ob ich vielleicht gerade Zeit hätte. Und das war für mich Ach. natürlich nahe. Und da haben wir zwei Videos gedreht, wie gesagt, vom ersten Song, Ich fühl's wieder, war in der Stadt, im Nightlife von Vegas. Und jetzt Alles ist Liebe, wo du gerade davon gesprochen hast, ist draußen in der Wüste. Und da gibt es ja so wunderschöne Gegenden. Und ich finde, es hat so gepasst, eben zum Lied. Weil ich sage immer, alles ohne Liebe. Und man kann das natürlich auch noch breiter sehen. Es ist nicht nur die romantische Liebe, sondern es ist, anyway, im ganzen Leben sollten wir viel, viel mehr Liebe haben. Wenn man ein bisschen herumhört und herumschaut, was im Moment in der Welt passiert. Ohne Liebe geht nichts. Wenn wir uns nicht lieben, dann geht die Welt unter, sage ich mal. Die Liebe ist die Basis für alles. Und diese
unglaublich schönen Landschaften, wo wir dort gesehen haben mit diesen roten Stein, das rote Gestein in der Wüste von Vegas. Das war so traumhaft, das hat so toll gepasst. Also ich muss sagen, schaut wirklich mal rein. Also der Video ist wirklich wunderschön geworden und also ich persönlich finde, das Lied passt perfekt, das passt zusammen. Es ist eine Harmonie und es hat natürlich wahnsinnig Spaß gemacht. Das ist war ein Erlebnis, das ich wahrscheinlich nicht so schnell wieder haben werde, aber es ist wunderschön geworden. Sehr schön. Ja, cool. Ja, ich setze den Link dann unten rein für ein Video. Dann kann man ja direkt mal klicken und gucken, wie Super, das dann so danke schön. Das aussieht. ist ganz, ganz lieb, ganz lieb. Ja. Super. Aber ich frage am Ende eigentlich immer so ein bisschen nach den Plänen für dieses Jahr noch, ne? Also ich meine, wir haben es ja jetzt Mitte August. Es ist ja noch ein paar Monate hin. Aber wenn ich jetzt höre, okay, bis Ende Herbst oder nee, Ende Oktober hast du gesagt, kommt ja das Album, dann ist die Frage ja eigentlich schon beantwortet, ne? Oder hast du noch irgendwas anderes, was du für dieses Jahr noch planst? Eigentlich nicht. Also jetzt gibt es noch ein paar Konzerte jetzt, weil wir haben jetzt mit der PR begonnen, worauf ich mich riesig freue. Und dann bin ich dann noch in Österreich auch unterwegs zu Beginn des Jahres. Aber bis Ende Oktober ist wirklich jetzt Fokus auf das Album. Also Konzerte, Live-Konzerte und Fokus auf das Album. Und da freue ich mich natürlich jetzt wirklich riesig drauf, weil das ist schon ein Baby. Das ist ja jetzt Ja. einfach nur für dich auch noch zum Erzählen. Ich bin ja schon bereits im 20, wollte ich eigentlich rüberkommen und habe das gestartet. Und einzelne Songs, die ich komponiert und getextet habe, die sind von 2019, hinsichtlich, dass das dann 2021 passiert wäre. Und dann weiß man ja, dann kam die Pandemie. Und das hat dann alles nochmal auf den Kopf geworfen. Da ging ich wieder rüber arbeiten. Und somit ist das ganz, ganz lange jetzt, dieser Prozess, bis dieses Ja. Comeback-Album ist jetzt eigentlich 4 Jahre. Und deswegen, wenn das jetzt dann endlich raus ist, das ist so eine Freude, dass man das jetzt zeigen kann. Das ist jetzt die neue Marianne. So ist sie zurück in Europa, in Deutschland, der Schweiz, Österreich. Und ich freue mich auf alle Konzerte und alle wieder zu sehen von früher auf. Sehr schön. Ja, hör mal, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg für das Album, für die Konzerte, Danke. für alles, was auch nach dem Album kommt. Ich meine, danach geht es ja auch noch weiter. Das Comeback ist ja dann noch Ja, nicht abgeschlossen. ich hoffe sehr, dass das natürlich dann wirklich ja, der Startschuss wieder ist. Ich meine, es hat sich, wie gesagt, viel geändert, aber die Musik ist mein Leben. Es gibt kein Leben ohne Musik. Das ist wie ich dann an meinem Quote sage, ein Leben ohne Musik ist wie ein Leben ohne Liebe. Das gibt es bei mir nur zusammen alles. Und deswegen, ich bin so happy und auch sehr dankbar, dass mich die Fans jetzt auch wieder so willkommen geheißen haben, weil das ist nicht selbstverständlich. Es ist eine lange Zeit und ich bin einfach sehr dankbar dafür.